Dieser Unfall kostet einem Menschen das Leben. Es sind dramatische Szenen, die sich den Rettungskräften im Berliner Stadtteil Charlottenburg zeigen. Ein Autofahrer kracht ungebremst mit seinem Wagen in einen LKW, wird aus den Trümmern des Autos geborgen, muss reanimiert werden. Der junge Fahrer ist beim Unfall nicht angeschnallt. Im Auto finden die Beamten sein Handy, das noch mit einer Internetplattform verbunden ist. Laut unbestätigten Zeugenaussagen hat der 19-Jährige seine Horrorfahrt und den Unfall live mit seinem Handy gestreamt. Dafür spricht auch, dass nur wenige Minuten nach dem Crash Angehörige am Unfallort sind, noch bevor die Polizei sie informieren kann. Die Angehörigen brechen vor Schmerz auf der Straße zusammen. Der 19-jährige Fahrer stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Suizid kann nicht ausgeschlossen werden.